Ja, da ist doch schon die Frage, was treibt uns also an? Was treibt uns an? Und antreiben in Unternehmen tun ja gewöhnlich die Kunden, so sollte es zumindest sein. Und antreiben sind die Kunden, wenn die Kunden die Zukunft im Blick haben und für diese Zukunft Antworten suchen. Und genau das treibt uns auch an als Community, die wir hier in dieser Form bisher einzigartig jetzt gestartet haben, um Lösungen, um Antworten zu finden auf Dinge, die eigentlich unsere Kunden antreibt. Ich möchte Ihnen da ein paar Beispiele nennen von Themen, die im Servo-Moto-Feedback-Bereich die Kunden antreibt in Bezug auf Schnittstellen, auf die Art und Weise, wie die Gebersignale in einem Servomotor an die übergeordnete Steuerung oder verarbeitende Stelle der Daten, um es mal ganz platt und einfach zu sagen, übertragen wird. Und das heute im Wesentlichen im Motorfeedback im Markt eine Situation, die wenig Kompatibilität zulässt, die im Wesentlichen geprägt war oder ist von inkompatiblen oder auch proprietären Schnittstellen, sprich derjenige, der sich ein bisschen auskennt im Motorfeedback-Markt, weiß, dass über viele, viele Jahre es wenige Hersteller gab oder gibt, die eben jeder mit seiner eigenen proprietären Schnittstelle unterwegs war. Und das heißt natürlich für den Kunde, dass er nicht so flexibel ist in der Auswahl beispielsweise eines alternativen Herstellers, eines alternativen Suppliers für die Motorfeedback-Technik an seine Motoren, an seine Servomotoren ran. Er ist auch ein Stück weit natürlich abhängig von der Roadmap, Entwicklungsroadmap derjenigen Lieferanten, zu denen er einmal Ja gesagt hat oder hatte. Sprich, proprietär heißt ja, ich kann da nicht einfach wechseln. Und hat damit eben keinen Standard und letztlich auch eine relativ geringe Flexibilität in der Auswahl der zukünftigen Lieferanten. Und das ist etwas, was offensichtlich immer mehr Kunden in diesem Feld antreibt und dazu geführt hat, dass wir einen recht starken Wunsch, einen drängenden Wunsch empfinden am Markt nach einer offenen Einkabellösung. Und es ja letztlich auch so ist, dass sich hier an dem gesamten Markt einiges bewegt. Derjenige, der das genau beobachtet, weiß auch, dass es hier in vielfältiger Weise Entwicklungen gibt, die alle in Richtung Offenheit abzielen. Und wir als Konsortium, als Community dazu gesagt haben, wir möchten eine Antwort geben, eine Antwort, die jetzt nicht wiederum von einer Firma geprägt wird, die dann sagt, ja, ich bin zwar offen, aber letztlich hat es doch keiner, sondern von einer Community, die sich zusammengetan hat, mit dem Anspruch zu sagen, wir sind eine Keimzelle, wir möchten etwas sehen, auf das viele aufspringen sollen und können, und die wir einladen, hier mitzufahren. Und wir möchten da eine Schnittstelle schaffen, ein Interface, auf einer Einkabeltechnologie basierend, das uns erlaubt, das den Kunden erlaubt, letztlich auch uns gegenseitig auszutauschen oder alle die auszutauschen, die eben da bei SCS OpenLink da mitmachen. Und da hatte ich es auch schon erwähnt, die Antwort, die wir haben, jetzt ganz offiziell SCS OpenLink, ich will Ihnen ganz ein bisschen erklären, was dahinter steckt und was das heißt. Also zunächst einmal, SCS OpenLink steht für S, für Single Cable Solution, SCS OpenLink. Single Cable Solution, also eine Einkabellösung, eine hochperformante Einkabellösung, also eine sehr schnelle, breitbandige Kabellösung. Genau. Offen soll sie sein, das ist der Grundanspruch, also nicht proprietär,
Sie soll auf einem bewährten, zertifizierten Standard basieren. Da komme ich gleich noch dazu, was das bedeutet. Und zwar heißt das, dass sie basiert auf dem bisher von der Firma Hengstler entwickelten Servomotor-Feedback-Protokoll AcuroLink. Das ist derjenige, der sich in der Branche auskennt, auch schon ein Begriff. Und aus dem AcuroLink 1.0 sozusagen, das heute jetzt auch schon am Markt eingesetzt wird, also aus dem 1.0, haben wir jetzt SCS OpenLink weiterentwickelt und definiert. Mit Input aus unserer bisher noch kleinen, überschaubaren Community, die aber wachsen soll. Und in diesem Sinne wird der Name AcuroLink auch so in dieser Form nicht mehr weitergetrieben, sondern wir treten als Community auf, als SCS OpenLink Community. So, jetzt komme ich zum zweiten Wort. Neben dem Open geht es natürlich um die Verbindung, um die Schnittstelle, also sprich um das Wort Link. Und da kann ich Ihnen vielleicht noch ein paar weitere Takte erklären dazu. Also Link für uns ein Motion-Protokoll. Ein Motion-Protokoll für im Prinzip die Verbindung zwischen einem Motor-Feedback-Geber zunächst mal vom Grundanspruch her und dem Regler, dem Drive. Prinzip auch geeignet für weitere Sensoren. Also unser Protokoll ist nicht reduziert auf Weg- und Winkelsensoren. Da können auch andere mitmachen. Es ist funktional sicher. Wir haben es schon zertifiziert bis SIL 3 PLE. Und es ist auch geeignet und geplant für alles, was Sie ein Stück weit mit Condition Monitoring, Industrie 4.0, Datenhighway verbinden. Also sprich für alles das, was der Kunde heute, also im Bereich der Antriebstechnik möchte, wenn er sagt, ich möchte eigentlich mehr rausholen als nur eine Position oder eine Drehzahl, sondern ich möchte Dinge wissen, die mit Temperatur, die mit Condition Monitoring, die mit Preventive Maintenance zu tun haben, und ich möchte das sozusagen auch nutzen können als für weitere Sekundärsensoren. Ich möchte die auch noch übertragen können, aus meinem Antrieb heraus, aus meinem Motor heraus. Also sprich, ich möchte so eine Art Funktion haben eines Sensor-Switches. Das in aller Kürze, auf hoher Flugebene, zunächst mal einleitend zum Thema Link. Freut mich, dass wir es geschafft haben, drei Marktbegleiter, wie man heute so schön sagt, an Bord zu bekommen und unter dem Dach SCS OpenLink zu vereinigen. Sie können sich sicher vorstellen, es war nicht ganz einfach. Die ganzen Gespräche haben circa, ich muss überlegen, vor 2 Jahren grob angefangen, wo wir festgestellt haben, als die Firma Hengstler, dass das Protokoll AcuroLink natürlich ein sehr gutes Protokoll ist, ein sehr wichtiges Protokoll. Wir haben erste Kunden gewonnen und haben dann aber auch festgestellt, dass die Kunden an uns die Rückmeldung gegeben haben, niemand braucht ein weiteres geschlossenes Protokoll. Wir uns dann in Zusammenarbeit mit der Firma Baumer und mit der Firma Kübler überlegt haben, wie können wir das Ganze so gestalten, dass die Kunden den größtmöglichen Vorteil daraus haben. Und ich glaube, es ist uns gelungen, es ist uns auch hier gelungen, ein offenes Protokoll zu definieren und das offene Protokoll dann letztendlich auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und das sehen Sie, dass wir mit 3 Drehgebern, mit 3 wesentlichen deutschen Drehgeberhersteller an einem Tisch sitzen. Was heißt offen? Und ich denke, offen muss man immer in Kombination mit kompatibel sehen. Offen ja, wir sind offen für weitere Anfragen, für weitere Hersteller von Sensoren, auch von Drehwinkelsensoren, also auch von Encodern. Wir werden das weiterhin im Konsortium, in diesem Gründungskonsortium entscheiden, wie wir hier weitere Drehgeberhersteller mit an Bord nehmen. Aber ich denke, es ist wichtig, das Protokoll ist nicht nur ein Drehgeberprotokoll, sondern es ist ein Sensorprotokoll. Wir haben sehr viele Anfragen schon und sehr viele Interessenten, die neben den reinen Drehgeberfunktionen, dem reinen Lagewort interessiert sind, hier dieses Protokoll zu nutzen, um Daten vom Motor letztendlich an den Drive oder vielleicht sogar eine Cloud zu bringen, was dann das ganze Thema Internet 4, Industrie 4.0 oder IIoT bedeuten würde. Kompatibilität werden wir sicherstellen dadurch, dass jedes unserer Produkte zertifiziert werden wird von einer externen Zertifizierungsstelle. Es wird also keinen Wildwuchs geben. Auch das haben wir ja in der Vergangenheit erlebt mit offenen, komplett offenen Protokollen, dass letztendlich unsere Kunden uns die Rückmeldung gegeben haben, das ist ja schön, nur
der Drehgeber A von der Firma A trotz des gleichen Protokolls passt nicht zu der Firma B. Ich kann es dann doch nicht austauschen. Ich muss doch letztendlich den Drehgeber selbst immer wieder zertifizieren und anpassen und meinen Drive anpassen. Und um das zu verhindern, haben wir gesagt, wir starten mit einem relativ kleinen Konsortium und werden die Kompatibilität sicherstellen durch externe Zertifizierungen. Wir haben eine sehr klare und deswegen vielleicht auch die bisschen lange Zeit der Diskussionen eine sehr klare Lizenzvereinbarung getroffen. Wir haben sehr klare Vereinbarungen getroffen, wie das in der Zukunft zu gestalten ist, sodass wir ein sehr zukunftssicheres Regelung gefunden haben, sowohl mit den Drive-Herstellern wie auch natürlich mit unseren Sensorenherstellern. Und das werden wir weiterhin nach vorne treiben, dass wir ganz klare Zukunftsaussichten haben, dass es keine Eintagsfliege wird, die dann sehr schnell auch wieder verschwindet, sondern für uns ist das Ziel, hier ein nachhaltiges Modell zu schaffen. Wir adressieren mit diesem Protokoll letztendlich die Megatrends, wie man so schön sagt, in der Automatisierungstechnik. Das ist einerseits natürlich alles um das Thema Sicherheit, das ist das Thema Effizienzsteigerung und es ist letztendlich das Thema Industrie 4.0, IIoT, Big Data, all diese Schlagworte, die letztendlich immer wieder erwähnt werden. Wenn wir über die funktionale Sicherheit sprechen, das Protokoll ist befähigt bis zu SIM3. Wir haben auch schon Komponenten von Hengstler, die diese SIL-3-Zertifizierung erhalten haben. Es ist natürlich auch auf jeder Seite des Herstellers nicht nur notwendig, die Produkte zertifizieren zu lassen und dort die ewigen Sicherheitslevel zu realisieren. Für den Antriebshersteller und für den Maschinenbauer ist es natürlich wichtig, immer kleiner zu bauen, effizienter, schneller. Das ist einerseits durch die Ein-Kabel-Lösung natürlich realisiert, dass ich nur noch ein Kabel brauche. Das ist andererseits aber auch dadurch realisiert, dass wir hier ein sehr hoch performantes Protokoll haben. Wir hatten den Vorteil, das muss man einfach sagen, dass wir ein weißes Blatt Papier nehmen konnten, ohne Historie, ohne die Vergangenheit mitschleppen zu müssen von anderen Protokollen und zu sagen, was braucht eigentlich der Hersteller, was müssen die eigentlich hier tun. Und hier ist es uns gelungen, ein sehr hochperformantes Protokoll zu schaffen. Das sehen Sie an einer 32 Kilohertz Zykluszeit, kleiner als 32 Mikrosekunden. Das sehen Sie daran, dass wir das Lagewort eines Drehgebers bei jedem einzelnen Protokoll mit übertragen, also keine Differenzen. Damit haben wir die Möglichkeit, Fehler auszugleichen und ein sehr, sehr robustes, auch EMV-robustes Protokoll zu realisieren. Und letztendlich IIoT, Industrie 4.0, wir verstehen uns als befähiger Enabler von Industrie 4.0. Wir verstehen uns nicht als diejenigen, die Industrie 4.0 letztendlich realisieren. Wir sind keine Systemhersteller, aber wir befähigen die Systemhersteller, die Daten zu bekommen, die notwendig sind, um Industrie 4.0 und IIoT letztendlich zu realisieren. Herr Kübler hat es schon erwähnt, es geht über Temperatur, wir können uns Vibration vorstellen, Condition Monitoring, all diese Schlagworte ermöglichen wir durch dieses Protokoll und durch unsere Produkte an den Drive zu liefern, beziehungsweise über ein Gateway letztendlich dann auch in die Cloud und dort ein Fernwartung dann zu realisieren, wenn es notwendig ist. Das meiste haben wir schon erwähnt hier. Die Vorteile auch hier nochmal, breites Produktportfolio. Wir haben festgestellt natürlich, dass unsere Kunden nicht nur einen bestimmten Drehgeber, einen bestimmten Sensortyp einsetzen wollen. Sie haben ein sehr breites Spektrum der Einsatzmöglichkeiten und der Einsatznotwendigkeiten. Und hier kommen diese drei Firmen, die zurzeit hier jetzt im Konsortium sind, zusammen und haben die Möglichkeit, in ihrem Portfolio die richtigen Produkte anzubieten und der Kunde hat die Möglichkeit, das perfekte Produkt für die Anwendung auszuwählen. Second Source ist immer ein Thema, auch das ermöglichen wir natürlich, das ist immer so ein bisschen eine schwierige Diskussion, wollen wir wirklich eine Second Source ermöglichen, aber genau dafür haben wir uns entschieden. Die Kunden wollen, drängen auf Second Source, die Anwendungen sind zu kritisch und auch die
umsetze und das Risk-Management, das darin da hängt, ist so hoch angesetzt, dass eine Second Source inzwischen eine absolute Strategie unserer Kunden ist. Accoro Link, wo immer so ein bisschen die Verwirrung existiert, Accoro Link ist der Hengstlername dieses Protokolls. Accoro Link 1.0 ist im Markt etabliert. Es gibt Hersteller, die Accoro Link schon einsetzen. Wir haben uns entschlossen, einen neutraleren Namen zu finden, natürlich, der weniger abhängig von Hengstler ist. Und damit, glaube ich, haben wir mit STS Open Link einen sehr guten Namen gefunden. Und Accoro Link, STS Open Link ist kompatibel zu 100% ist mit Accoro Link. Einfache Implementierung, vielleicht zwei Worte dazu. Kein ASIC, Mikroprozessor auf der Drehgeberseite, FPGA auf der Drive-Seite. Wir brauchen keine ASIC, wir brauchen keine wesentlichen zusätzlichen Hardware, um dieses Protokoll zu implementieren. Bei einer Zweidrahtlösung sind wir kompatibel zu anderen Protokollen, die am Markt existieren, was Zweidrahtlösungen angeht. An der Stelle ist es sehr einfach und sehr simpel zu implementieren. Es gibt für den Drive, gibt es einen IP-Core, der existiert, der von unseren Kunden eingesetzt werden kann und auf existierenden FPGA sie einfach implementiert werden kann. Ein weiterer Vorteil, wir sind fertig, wir sind da. Viele kündigen es an, dass ein Protokoll offen ist und auch verfügbar ist. Wir sind ab sofort verfügbar. Wir haben die Protokollbeschreibungen dem Konsortium zur Verfügung gestellt. Und jetzt ist, wie wir so schön sagen, das Rennen eröffnet. Jetzt wird man mehr oder weniger bei den einzelnen Firmen hier getrennt marschieren und die Produkte schnellstmöglich, gehe ich davon aus, an den Markt bringen. Und mit natürlich der Voraussetzung, dass das Produkt kompatibel dann auch ist zu unserem Protokoll. Ja, das trägt sich unter dem Namen Open. Wir wollen natürlich auch so offen sein und der Welt sagen, was OpenSTS, Open Link heißt. Wir haben ab sofort, quasi ab jetzt, diese Homepage geschalten. Diese Homepage wird Informationen enthalten, die das Thema nochmal ein bisschen beschreiben, anreichern. Wir werden die Präsentation, die Sie heute hier sehen, online stellen. Die ist quasi jetzt für Sie abgreifbar auf der Website online. Es werden weitere technische Informationen dort erscheinen, wie Lizenzverträge und andere Themen. Das wird wachsen, das heißt, dazu erwarten Sie nicht, dass heute dort ein riesen Datencontainer schon vorhanden ist, aber so im Laufe der Woche werden wir weitere Informationen einstellen und dann auch der Welt immer mehr im Detail sagen, was SCS Open Link heißt und wie man sich an diesem dieser neuen Community beteiligen kann. Die SBS IPC Drives steht bevor. Natürlich wird das dort auch ein Thema sein. Wir drei werden versuchen, dann auch praktisch zu zeigen, was SCS Open Link auch aus Sicht der Hardware bedeutet. Wir werden keinen gemeinsamen Stand dort betreiben. Jeder der Community-Partner wird seinen eigenen Stand haben. Das sind die drei Partner mit entsprechenden Kontaktdaten. Sie sehen hier drei Firmen, die ausgesprochene Expertise im Bereich Drehgeber haben. Und Sie können somit auch davon ausgehen, dass die Dinge, die wir hier tun, mit Fachkompetenz und entsprechendem Wissen hinterlegt sind. Und somit auch für unsere Kunden ein Produkt, eine neue Schnittstelle auf dem Markt angeboten wird, die mehrfach betont sehr performant ist, die Sicherheitsziel 3 gewährleistet und ja, eine absolut neue Welt, komplett offen und verfügbar für andere Partner auch. Natürlich bedeutet das auch, steht im Namen Link, dass man entsprechende Schnittstellen mechanischer Art, elektrischer Art nach außen gestaltet. Die Connectivity-Hersteller, die hier als Partner genannt sind, haben sich heute schon committed, auch dort zu arbeiten, auch dort Unterstützung zu leisten, was die Anschlussthemen betrifft. Wir wollen als Community den Markt beleben, das heißt also, wir wollen ein bisschen frischen Wind in den Markt bringen
was uns mit diesem Protokoll, da sind wir sehr, sehr sicher, gelingen wird. Ist schon angesprochen worden, es wird eine Zertifizierungsstelle geben. Die Firma Mesco wird diese Aufgabe übernehmen. Sie können das so ungefähr vergleichen mit der Profinet-Nutzerorganisation, Profibus-Nutzerorganisation, also so ähnlich wird es ablaufen. Wir haben Standards in diesem Protokoll, das ist ganz wichtig. Und diese Standards werden wir dann über diese externe Zertifizierungsstelle auch abfragen und zertifizieren und somit gewährleisten.